Ja. Freundliche Begrüßung. Wie immer, wenn man sich Little Havana, Little Haiti nähert, da kommt man doch immer wieder gern zurück. Aber am nervsäckigsten finde ich ja, dass wirklich hier drüben bei unserem Taxiunternehmen, wo eigentlich unsere Gang sitzen sollte, ständig irgendwelche Haiti-Penner rumlauern und uns beschießen wollen. Das war jetzt irgendwie weniger, als ich mir erhofft hatte. Also ein bisschen mehr als 2000 Dollar hatte ich mir jetzt eigentlich schon gedacht, dass wir das kriegen hier. So als dafür, dass wir jetzt so lange rumgefahren sind. Ach komm, wir machen mal hier durch den verranzten Kanal. Der Fahndungsstern da oben, der war auch supi angeordnet. Da kommt man ganz leicht hin. Ist auch ganz naheliegend, wenn man jetzt gerade irgendwie so mal eine Verfolgungsjagd hat, dass man so quer über den Kanal springt, über irgendwelche zwielichtig aussehenden Bretter, um dann mitten in der Luft den Fahndungslevel zu senken. So, wer schießt denn jetzt schon wieder hier? Ach, unsere Marios legen sich mit den Bullen an. So, jetzt noch weiter zum Rossetti Estate. Wir haben es doch schon fast. Und zählen noch sage und schreibe 22 Dollar. Yay. Ums Eck geschlittert. Quietsch, quietsch. So, in hier. Die 2900 sacken wir ein. Und ab aufs Dach. Diesmal nicht mit dem Auto rein. Irgendwann muss man den Teppich auch mal in Ruhe lassen. Der muss ohnehin schon Brandflecken haben, denn wir haben ja damals irgendwann mal die Sportkarre hier reingesetzt und in die Luft gejagt. So, diesmal auch ohne Zeitlupenaktion. Ich kann ja trotzdem so holen, wenn ihr das wollt. Und ich würde sagen, wir machen trotzdem nochmal beim Malibu Club vorbei. Einfach um die Knete einzusacken. Weil wir ansonsten sofort wieder nichts mehr auf dem Konto haben, wenn wir jetzt die Druckerei kaufen. Das muss ja auch nicht sein. Zu Dollar 80s Rap-Musik. Da lässt sich das ertragen. Ich glaube, ich fliege gerade viel zu weit nach Norden. Ach nein, da ist es ja. Hat sogar gepasst. Erstaunlich. Bremsen und aussteigen. Mensch. Also mit dem Aussteigen hat das manchmal nicht so richtig. Und hier gibt es gleich 6000. Das ist doch ganz schick. So, da haben wir zumindest noch 8.825 Dollar auf dem Konto. Wenn wir jetzt gleich die Druckerei kaufen. Und kriegen dann sowieso wieder Geld rein, indem wir die Aufträge erledigen. Und kriegen dann sowieso wieder Geld rein, weil dann überall die Konten in unseren Firmen wieder aufgefüllt sind. Und die anderen Sachen sind ja dann auch nicht mehr so teuer. Von daher passt das dann eigentlich. Und wir müssen wahrscheinlich nicht mehr uns versklaven lassen hier als Taxifahrer. Hoffe ich zumindest. Mal gucken. So schlimm war es ja jetzt auch nicht, zumindest für mich. Ist wahrscheinlich ewig langweilig, hier dazu zu gucken. Und vermutlich haben wir jetzt 6000 Folgen damit vollgekriegt. Aber ist halt so. Wie gesagt, als Gangster kann man es auch nicht immer spannend haben. Und ich habe mich gerade total verflogen. Weil in Little Haiti einfach alles gleich aussieht. So, jetzt runter hier. Und, ach nee, kommen die lassen da oben, die Rüstung. Zack, ganz sanft gelandet und die Hütte gekauft. Druckerei gekauft, 70.000 Dollar in den Sand gesetzt. Und wir brauchen eigentlich nichts zu speichern, wir machen einfach direkt los. Ab geht's. Der Singvogel. Mr. Rossetti? Hey, you bought the old print works? Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something. A newspaper, a magazine. Oh, crap, Sonny. Low-grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Sure. But we need some good quality plates. Of course.
There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. A syndicate? Yeah, well, just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors. Ich auch. Und zwar unser Kollege im Malibu Club. Ja, du kannst dieses Kaufmann-Taxi nehmen. Statt selbst Auto zu fahren, das kostet dich 9 Dollar. Ja, wir müssen sogar zu Kent Paul, ich bin begeistert. Aber ich würde sagen, wir fliegen einfach mit unserem tollen Heli, ganz standesgemäß. Wie man das als reicher Mensch so macht, mit 8000 Dollar auf dem Konto. Da kann man schon mal die 7000 Dollar Spritverbrauch da hinnehmen. Gesundheit. So schnell rüber ist ja nicht so weit. Da hätten wir uns das eigentlich sparen können, erst vorher noch beim Malibu Club vorbeizugehen, um da das Geld einzusacken. Aber man kann das ja nicht vorher wissen. Das hätten wir einem ja schon vorher sagen können, irgendwie, irgendwo, was, wie und so, ne? Finde ich zumindest. Aber vielleicht kann man das jetzt auch gar nicht einsagen. Ich weiß gar nicht, ob man das innerhalb der Missionen machen kann. So, nach Möglichkeiten irgendwo anecken. Und diesmal steigt er sogar direkt aus. Das ist aber schön. Ach doch, geht. Und hier sind schon wieder 1400 Dollar drauf. Meine Güte, geht das schnell. Hallo, Mr. Paul. You're lost, mate, innit? All right, me old China. How's it hanging? What do you know about counterfeiting? Oh, I'm fine, Paul. How about you? Come here. All right. You obviously a busy man. All I know about Dodgy Reddy's is to try and supply the plates. Fuck. You know, they've got a shipping company down the docks. The boss man would know when the plates are coming in next. Thanks, Paul. What's the matter with you, you maniac? Give me another drink, lively. Ja, Ken Paul war kooperativ wie immer, nachdem wir ihm so ein paar Prügeleinheiten verpasst haben. Und jetzt geht's ab zur Reederei, um dort weiter zu prügeln, nehme ich mal so an. Einfach nur um Infos zu kriegen, das macht man so als Mafia-Boss. Aber Rossetti, Mr. Rossetti ist ja ein Do-it-yourself-Mann, der setzt keine anderen Leute drauf an, die dann großartig rumfailen, sondern er fällt lieber selbst rum. Und deswegen heizen wir jetzt mal mit unserem Heli hinüber zur Reederei, das geht ja ganz fix mit der Kiste. Und schauen mal, wie das Ganze jetzt sich so gestalten wird. Ich hoffe mal, es setzt sich nicht fort, dass wir die erste Mission hier mal verkacken. Ach, auf dem Schiff. Ach, schade, ich wollte jetzt ja eigentlich mit dem Heli landen, aber... Mann, hatte ich bemerkt. Ach, tatsächlich. Das ist ja... Also bitte. Ich fliege ja einfach nur mit meinem Heli lang. Steigst du aus? Steigst du bitte aus? Dankeschön. Ach. Du solltest eigentlich nach Möglichkeit nicht daneben stehen, wenn das Ding explodiert, der Heli. Aber immerhin haben wir so gleich den Typen hier mit weggehauen. Und sind direkt da. Ja, war doch gar nicht so schwer. Mal wieder nach ein paar Prügeleinheiten, aber das muss so sein. So, jetzt müssen wir ja noch irgendwie lebendig von dem blöden Schiff runterkommen. Huh, was sich offenbar als schwieriger gestaltet als gedacht. Ja, damit hat sich das dann auch erledigt. Ach, verdammt. Gut, dann nehmen wir jetzt mal das Taxi hin zur Druckerei. Und ich muss sagen, ich habe gerade keine Lust, jetzt nochmal den Kram zu machen, zumal wir jetzt ja sowieso keine Muni mehr haben, was ich als reichlich bescheiden empfinde. Deswegen speichere ich jetzt und das nächste Mal werden wir uns der Mission widmen und ich habe vor, in der nächsten Session das Ding dann durchzuzocken, denn allzu viel ist es ja nicht mehr. Wir müssen ja bloß noch die Druckereiaufträge machen und dann fix Erwerbe erwirtschaften in den Billigläden, soll heißen, im Stripschuppen und an der Bootswerft und eventuell auch beim Autohaus. Ich weiß es gar nicht, ob man alle machen muss.
wenn man das eine weglässt dort mit den Filmdingern. Aber mal schauen. Jedenfalls wollen wir das nächste Mal durchzocken. Und jetzt ist erstmal Feierabend, Ende Gelände, aus die Maus, Schicht im Schacht. Bis zum nächsten Mal, sag ich mal. Auf Wiedertschüss.